Ich strahl einfach so, ja. Also, was machen wir? Ein bisschen Kohle investieren und dafür die Chancen erhöhen. Oder einfach die 150 Prestige holen. Wir holen uns die 150 Prestige, 20 Anspannung. Oh, wir kommen genau auf 100. Ah. Kann ich noch die Anspannung loswerden momentan? Wir haben schon alles gemacht. Wir könnten einen Selbstmordversuch unternehmen. Okay, dann würde ich sagen, wir investieren die 90 Gold und heuern einen Lehrmeister an. 60% Chance, dass wir es schaffen. Daumen drücken. Das sind UV-Lampen. So, Kauderwelsch. Wunderbar. Wir haben Anspannung bekommen. Das waren gut investierte 90 Gold, liebe Leute. Ich habe Besseres zu tun. Ich werde mich damit jetzt nicht befassen. Wir müssten die Anspannung etwas reduzieren können. Das aktuell leider nicht. Also, wir könnten unbedacht werden. 175 Gold verlieren. Diplomatie erhalten. Anspannungsverlust. Erhöhen und Einnahmen reduzieren. Finde ich nicht gut. Wir könnten saufen. Trunkenbold finde ich ganz okay. Verwaltung geht runter. 2 Punkte. Das wäre bei uns jetzt kein Problem. Oder wir machen es einfach so. Komm, wir werden mal zum Trunkenbold. Der Gimli, der ist ja immer für Saufen auch bekannt. Das passt schon. So, der weiße Hirsch ist mal wieder ein Thema. Er erscheint mir im Traum. Er blickt mich aus unergründlichen Augen an. Sein makelloses Fell ist weiß wie Schnee. Wir sind auf die Jagd konzentriert. Bekommen einen Kampfschick. Kampfschickpunkt. Kampfgeschickpunkt. Heute ist mit Reden ist echt schwierig heute. Jetzt werden wir mal gucken. 1500 plus 1300. Würde das denn schon reichen, wenn wir jetzt die Truppen ausheben? Würde das vielleicht sogar schon reichen? Oder müssen wir jetzt wirklich noch 2-3 Monate warten? So, neues Dynastievermächtnis. Langer Arm, feindselige Komplotterfolgschance brauchen wir nicht. Blaues Blut, irgendwas, das uns aktuell noch ein bisschen helfen würde. Höfling und Gastmeinung, naja. Fruchtbaren Lenden. Kampfgeschick. Der Haus von Kriegern wäre eigentlich ganz okay. Oder wir holen uns Prestige und Ruhm durch Schlachten. Komm, wir nehmen mal die Seewölfe. Sind dann auch ein bisschen länger, schneller unterwegs mit den Schiffen. Hallo Vagrant. So, ich würde sagen, wir erklären mal Krieg und schauen mal, ob wir die Truppen schon ausheben können. Häuptlingstum von Hjaltland. Eventuell können wir die gleich mal mitnehmen hier oben. Wobei, da kommt einiges zusammen hier bei den Bündnispartnern. So, ja, 30 Tage, das passt doch wunderbar. Alles gut, alles gut. So, bitte hier hochmarschieren. Ich habe keinen Pionier. Ob das mit den anderen Eigenschaften genauso ist, ich weiß es nicht. Es wirkt immer so, als würden die Pioniere rar gesät sein. So, wir sind bei der guten Edelhild hier bei minus 13 angelangt. Sie ist immer noch fest davon überzeugt, dass sie hier bei der Unabhängigkeitsfraktion mitmachen will. Wir fragen mal nach einer Bekehrung. Vielleicht haben wir Glück und können hier die gute Dame überzeugen. Nein, leider nicht. Die Edelhild ist ein bisschen störrisch.
100 Gold für Prinz Owain. Die Astrid wird erwachsen, unsere erste Tochter. Ja, unsere erste Tochter, sie wird eine zähe Soldat, okay. Neues. Sieben Monate für diese Insel hier oben. Wie schwer ist die denn befestigt hier? Stufe 4 sogar. Unsere ist ja momentan auch komplett ausgebaut, ja. Die einzige, die nicht ausgebaut ist, ist die hier oben. Das würde uns jetzt aber auch nochmal 400 Prestige kosten und die investiere ich lieber in den Krieg. Und dann ist der nächste Schritt, sind die hier unten. Aber wir müssen wieder warten. Ah, ärgerlich. Wir müssen wieder warten, weil wir ja mit dem anderen im Bündniskrieg noch sind. Ah, Hirsch im Weiß. Als die Tage vergehen und keine weißen Hirsche mehr in den Geschichten auftauchen, die mir zu Ohren kommen, werde ich rastlos. Jemand muss das Tier doch gesehen haben. Was ist mit den Bauern, die überall in der Landschaft herumlungern? 150 Prestigepunkte einsetzen. Den Trückfüt schicken. Wir schicken mal den Trückfüt. Soll der doch nach dem Hirsch suchen. So. Komischerweise kann ich den guten Häuptling Asborn hier nicht verkaufen. Das ist ein bisschen schade. Obwohl er auch noch Kohle hat. So, 4 Monate. Nächster Kriegsgegner ist hier der Jarl Arni. Dann holen wir uns das auch noch hier oben. Und vielleicht... Wessex ist noch zu lange oder 3 Jahre. 9 Monate und dann geht's nach Sjeland. So, unser Neffe bekommt dieses schöne Eiland hier. Er wird hoffentlich gut damit umgehen. Dann geht es in 4 Monaten auf die andere Insel. Ekstatische Bauern. Die Bauern im Häuptlingstum von Meri sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher. Und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. 45 Gold, die wir als Geschenk bekommen. 180 und ein bisschen Schrecken, wenn wir hier die Truppen losschicken. Oder wir investieren in die Gemeinde für Entwicklung und Volksmeinung. Komm, wir nehmen natürlich die Kohle an. Wie heißt das? Lieber die Hand auf dem Dach als den Spatz in der Tasche oder so? Irgendwie so. So, Herzogtum wären... Herzogtum wären halt beide jetzt, ne? Herzogtum wären beide. Kostet dann natürlich auch viel mehr. 375 für 2 Inseln. 7600 mit Verbündeten, Leute. Es würde mich entzücken, wenn Tochter Freya von euch meinen Hof in Sund besuchen könnte. Jawohl, wir können Anspannung abbauen, das gefällt mir. Wir schicken wieder alle rüber. Also, wir werden hier angreifen, 7600, kein Problem. Nur ein bisschen teuer das Ganze. Hast du keinen Spatz in der Tasche? Jeder sollte einen Spatz in der Tasche haben. So, einmal hier rüber. Wir werden uns... Wisst ihr was? Wir teilen uns mal kurz auf. Wir werden einfach nur auf die Belagerung jetzt gehen. So.
Meinung anderer Vasallen, unabhängig brauchen wir nicht. Beeinflussung, Komplottstärke, 30%, die würde ich mir gern holen. Ist denn unser Sohn, ist der schon erwachsen, aber der bekommt doch keine Eigenschaften mehr jetzt. Der ist 12 Jahre alt. Jetzt, wenn wir mal gucken, 3, 6, 9, 7, 6. Wenn ich jetzt hier zur Herrschaft erzogen mache. Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Wertpunkte. Also, merkt euch mal. 3, 6, 9, 7, 6. 3, 6, 9, 7, 6. 3, 6, 9, 7, 6. Ah, 3, 6, 11, 7, 6. Auch noch in Verwaltung, sehr schön. Passt. Nächster Schritt wäre die Umstellung, oder? Der Lebenswandel wird umgestellt auf die Verwaltung und die monatlichen Einnahmen. Damit wir hier nicht ständig immer im Minus sind. Man sollte nicht immer den Sand in den Kopf stecken, sonst bekommt man den nie den Boden auf die Füße. So, ihr geht hier rein, das passt, ihr bleibt hier unten. Gleich mal schön einen Gefangenen genommen. Ah, könnten wir für 100 verkaufen. Wir machen das mal. Und wir haben die Onaga entdeckt, liebe Leute. Wir haben die Onaga. Wir haben leider nicht genug Prestige, um uns die Onaga dann auch leisten zu können. Aber es ist schön, die Onaga zu haben. Neues Kulturinteresse ist momentan die Motte. Was haben wir denn noch? Gemeinde bekehren, Dorfzentrum bauen, Wirtschaftsgebäude, die Jure-Grafschaft. Ja, wenn dann hier die Domänenschwelle. 12 Jahre. So, er hat eine neue Allianz gebildet. Boah. Huiuiui, jetzt müssen wir uns aber sputen, hier das zu Ende zu bringen. Jarl Gutfried hat den Orden namens Jomsvikinger gerufen, der sich uns nun entgegengestellt. Das sind aber nicht unsere Kriegsgründer, ne? Kriegsorden hier. Getreue Tyres heißen die. Könnten wir die sogar, oh, wir könnten die sogar noch rufen. 1990. Ja, wenn wir jetzt hier relativ schnell unterwegs sind und das belagern, dann müsste doch der Krieg auch gleich vorbei sein mit den beiden. Müsste eigentlich reichen. 40 Tage noch. Dann, unsere Tochter kann heiraten. Sehr schön. Könnte Herkules Kinder bekommen. So, die Belagerung hier oben ist durch. 52. 100. Wunderbar. Da kann er seine Krieger holen, wie er lustig ist. Das kann ihm sowas von egal sein. So, 5 Monate. Gut. Wir werden mal dem kleinen Wutz hier die beiden Inseln auch noch geben. Vollkommen überfordert, der Kleine. Ist jetzt schon über dem Domain-Limit. Soll nicht mein Problem sein, als würde sich der Kaiser mit solchen trivialen Sachen befassen. Vollkommen wurscht. Wir werden mal in dem Rat hier schauen, ob wir jemanden haben, der ein bisschen besser für Position zurechtkommt hier. Ratskanzler, 13 Punkte. Wir hätten jemanden mit 19. Der Herzog Ivo ist momentan minus 6. Wenn ich den jetzt rausschmeiße, dann ist er wieder sauer. Dann ist er wieder... Unser Schwager ist das. Aber 19 Punkte sind schon nicht schlecht hier. Also beim Ratsverwalter hier, beim Gutmund, da würde ich es auf alle Fälle machen. 23 gegen 8, da... Ja.
leid, da musst du raus. Wir haben lauter Zwerge hier im Rat. Oder fast. Dann Ratsmarschall. 22 Punkte hier. Wir setzen dich mal ein. Und beim Spitzel mit 19, ja, der ist eigentlich gut aufgestellt. Passt. Die Nachrichten rechts kannst du mit Rechtsklick auf die Titelzeile löschen. Es wurde vor ein, zwei Patches eingeführt. So, also, Sierland ist ein weiteres Ziel jetzt hier. Und wir investieren noch in, haben wir denn republikanische Vasallen? Haben wir denn Republiken? Wir haben Feudal und Stamm. Wir haben auch keinen Schrecken. Oh doch, wir haben 20 Standardschrecken. Das heißt, wir könnten ein bisschen Kriegsvolkunterhalt sparen. Machen wir. Und ansonsten geht's jetzt nach Sierland, liebe Leute. Hat auch 7600. 7600, da müssen wir jetzt hier schon was machen. Wir könnten auch noch unterwerfen hier. Oh, nee, können wir nicht, weil wir keinen Prestige haben. Unterwerfen ist so ein schöner Kriegsgrund. Es ist so ein schöner Kriegsgrund. Also, Herzogtum, wir müssen ein bisschen Prestige sammeln, bevor wir Sierland an den Kragen gehen. Wir gehen auf Jagd. Machen auch nur mal ein Festmahl. Ich würde gerne mal wieder über die 2000 kommen aktuell. So, entweder wir kümmern uns um Jarl Eirik, der hat aber eh eine gute Meinung von uns. Deswegen kümmern wir uns nicht um ihn, bekommen wieder 40 Anspannung, aber dafür auch 150 Prestigepunkte. Ich kann mir noch Kriegsvolk reinziehen, aber wir sind halt eh immer schon im Minus, wenn wir die Truppen ausheben. Was ich halt gern hätte, wären die Onaga, aber trotzdem, ne, wir können es uns halt schlecht leisten aktuell. So, wir kehren wieder zurück. Dann das Festmahl. Vielleicht gibt es noch die ein oder anderen Prestigepunkte. Häuptling Astrid, unsere Schwester, ist schwanger. Ich glaube, dass ich schon alle Herzogtümer erstellt habe. Ich glaube, wir können noch ein Königreich erstellen. So, es kommt zur Katastrophe. Der Wein ist schlecht, aber wir sind eine Frohnatur. Deswegen gibt es hier wunderbar Prestigepunkte für uns. Wir haben wieder 764. Und wir loben uns natürlich selber für dieses fantastische Fest. Wir bekommen nochmal 150. Und sind jetzt erhaben. Und müssten eigentlich auch jetzt den Kriegsgrund nutzen können. Guck mal eben bei Wessex. Einfallen in das Königreich. Vielleicht, dass wir uns das für den Schluss aufsparen, aber kostet halt 2000 Prestigepunkte. Na gut, wir gucken mal. Wir können noch ein Herzogtum von Schleswig gründen, das machen wir. Kostet uns ja nichts. Und das Königreich von Norwegen gibt halt auch nur 400. Aber wenn wir noch ein bisschen Prestige hätten, dann könnten wir sogar hier einen Fall machen. Vielleicht, dass wir so Wessex dann als krönenden Abschluss machen. Aber da musst du halt dann wirklich alles belagern, bevor du die 100% erreichst. Aber es könnte, also bei Wessex könnte das schon klappen. Westfranken wäre natürlich auch ganz nett. Ich will es nur angemerkt haben.
Westfranken wäre schon auch ganz nett hier unten. Aber wenn wir jetzt Wessex noch machen, so zum Abschluss, also Sjaeland und Wessex, dann hätten wir hier ein schönes Öhü-Reich. Und damit wäre ich dann auch ein bisschen zufrieden. Wäre ich sehr zufrieden auch. Gut, das heißt, wir brauchen aber dann definitiv jetzt 2500 Prestigepunkte, einmal für Sjaeland noch und einmal für den anderen Kriegsgrund. Westfranken, was haben die denn insgesamt? 9000, ja, ist nicht mehr dramatisch jetzt mittlerweile. Wir müssen mal kurz, also ich würde mal sagen, unser Hochkönig Gimli hat sich hier definitiv die Kopfbedeckung der Dynastie verdient. Anfangs noch nicht so ganz, aber jetzt auf alle Fälle. Das hellblaue rechts von Franken, das hier? Kaiserslautern, hellblau, Herzogtum von Kaiserslautern. Keine Ahnung, wieso das so grell Neon ist, aber wäre auch mal schön, das Land zu spielen hier. Schöne Nation zu spielen mit. Was ist das hier für eine Farbe? Türkis? Türkisblau? Meerblau? Endlich mal eine schöne Farbe. Also ich finde jetzt Öhü auch nicht schlecht. Erinnert auch ein bisschen an Gnizno. Von der Farbgebung her. Bei Gnizno glaube ich ein bisschen dunkler war. Sieht man hier leider nicht. Ich glaube, na, wobei, könnte so in die Richtung gehen. Also, Sjaeland greifen wir jetzt mal an. Wir holen uns hier die Inseln hier oben. Und ich mache mal ganz kurz Pause und gehe mal aufs Klo und bereite mich psychisch und physisch darauf vor.